Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier am Sonntagmittag mit Farming Simulator 22 und unserer Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch. Heute ein bisschen später aus dem Bett gekommen und lass mal ein bisschen mein Kopfbrummen beheben, aber jetzt geht das alles. So, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Schauen wir uns doch mal ganz kurz einmal die Map an, um das Ganze mal hier erstmal zu begreifen, wo ich jetzt überhaupt fertig bin und wo nicht. So, 29, da muss ich noch Ballen, paar Ballen noch machen. Was heißt muss ich? Möchte ich. Und ja, auf Feld 77, da sind wir gerade drauf gewesen. Das ist der Mähdrescher. Ja, was ich noch fertig machen könnte, aber nicht unbedingt muss, das ist Feld 1 und 3 unten. Da muss ich mal schauen. Vielleicht machen wir das auch gleich noch ein bisschen weiter. Die sind ja neu. Die bin ich ja noch am fertig machen. Ja. Und sonst? Sonst sieht es eigentlich so aus, als könnten wir dann auch relativ zeitig in den nächsten Monat hier springen und dann dürften hier 43, 49, 39, 11, 12 und so weiter fertig sein. Also wieder jede Menge zu tun. So, dann okay, passend zum Auftakt funktioniert natürlich mein Controller gerade wieder nicht. Ich liebe ihn. Nächster Versuch. Oh, es tut sich was. Sehr schön. Ja, ich habe aber gedacht, das lag am Kabel. Jetzt habe ich ein anderes Kabel dran. Nö. Aber nichts dann auch nicht. So, dann. Achso, die DJI-Drohne. Von hier aus sehen wir jetzt zum Feld 29. So. Hol ich mir in die Hand, ich sortiere später. Sind wir denn da? Hallo. Wofür stand der noch gleich hier rum? Der muss ja auch noch da wieder irgendwas machen. Ich vermute, dass der was mit der Multiproduktionsfabrik zu tun hat. Da bin ich schon drüber weg. Oder? Hä? Sehen? Da ist er doch, Mensch. Was bin ich denn hier am Fahren? Ich wette, ich war Mineraldünger am Fahren, aber ich glaube, wir springen mal rum auf Mineralfutter. Und bringen das zur Landwirtschaftsmesse. Ah ne, Quatsch. Buttermischfabrik, Multiproduktionsfabrik. So. Und dann geht das Ganze zur Landwirtschaftsmesse. Zack. Und was haben wir gesagt? Mineralfutter. Dann kann das Ganze. Ne, das brauche ich nicht. Los geht wieder. Läuft. In der Lizard Road Rage. Und der etwas überschätzte 4x4. Nein, der ist cool, aber ich hatte halt gelesen, dass der irgendwie 200 fahren soll. Auch. Aber
Da ist bei, ich glaube, 130 war, glaube ich, Schluss oder so. War es 160? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich dafür einiges mehr an Anlauf nehmen, um da überhaupt drüber zu kommen. Übrigens, ich habe was Neues. Zeig ich mal kurz. Also, sagen wir mal anders. Ich werde was Neues haben. Ich habe es noch nicht gekauft. Den da. Fand ich eine ganz coole Idee. Des modifizierten Polizei. Pickup. Sheriff. Ein Sheriff in Norddeutschland. Super. Frontblitzer, Verdeck. Kann man einiges mitmachen. Und oben soll auch irgendwie. Hat er das gar nicht? Doch da. Ah, da musst du auch rundumleuchten haben. Ja, genau. Also den könnte man holen. Und das finde ich total cool. Und wenn man den nur in die Ecke stellt, oder? Fettfeuerstein. Damit soll man sogar fahren können. Das werden wir auf jeden Fall nachher tun. Und dann war noch hier die beiden als kleines Pack noch da. Da kann man auch noch mal gucken, was man damit eventuell anstellen könnte. Schauen wir mal. Da ist bestimmt noch einiges möglich. Und ja, natürlich, ihr habt recht, ne? Immer, nicht immer nur Spaß. Nein, Ernst muss natürlich auch noch sein. Ernst haben wir natürlich auch noch was hier. Und zwar habe ich mir hier so einen schönen Lodeking-Enger noch geholt. Der kann, ich glaube, 100.000 kann der, glaube ich, laden. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich finde den einfach sehr cool vom Aussehen. Konfiguration Achsen. Oh, süß. Wir können ja mal kommen. Konfigurieren uns eben ein. Verdeck. Verdeck mache ich sowieso nie drauf, ne? Ist ja cool. Eichhorntür. Unreal, was? Was? Er hat eine Unreal-Konfiguration. 600.000 Kubikmeter alt. Den nehme ich. Friedhofsternreifen. Borg. Die sind cool. Na, lass mal bei denen, oder? Adresse, Konfiguration wie Adresse. Ja, komm, wir nehmen die auf jeden Fall mit, die Achse, ne? Auf jeden Fall drei Achsen. Aufkleber.
Ach, wenn schon, dann hier ihn auch, ne? Eine Anhängevorrichtung hat er auch noch. Okay, nehme ich mit. Und eine Heckblitzleuchte, natürlich. Grün-weiß, weiß-grün, orange-grün, grün-orange, weiß-rot, rot-weiß. Nee. Mal so. Farbe des. Sehr schön übersetzt. Farbe des Umschlags. Schwarz gebraucht. Schwarz neu. Schwarz glänzend. Glaube, das ist die Abdeckung, oder? Oder war das das hier? Tagestell. Jet schwarz. Ui. Das sieht irgendwie cool aus in Schwarz-Silber, oder? Die Röcke. Auch schwarz machen, die Röcke? Sehr schön. Boxfarbe, Original. Scheint Chrom zu sein, Original. Ach, nur schwarz, ich weiß nicht. Lass uns die Röcke mal. Quatsch. In Original lassen, so ist gut. Und die Felgen auch. Komm, oder haben wir hier Chrom, poliert, Alu? Oh. Das war so. Upp. Nicht getan, Original. Jetzt. Okay. Davon holen wir uns mal einen. 160.000. Sehr nett, sehr nett. Dann müsste ich mir ja eigentlich auch noch einen sehr leistungsfähigen Truck zu holen, oder? Ah, was passt dazu am besten? Da passt doch am besten hier so ein Mac zu oder was, ne? Rum. Ich glaube, der wird gut dazu passen. Uff, okay. Ja, nur um das mal. Wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht machen, aber was ist jetzt? Das ging jetzt nicht anders. Lebt er? Nee. Mich jetzt mal interessieren würde, kann man die vordere Achse auch noch runterlassen? Oh ja.
Oh, da lenkt. Cool. Sechshunderttausend Bande. Houston, we have a problem. Mein Controller kann wieder nicht. Gott. Und der hört nicht auf, Gas zu geben. Ach, läuft ja heute wieder. Super. Okay. Weiter geht's. Er rollt wieder. Ist wieder lenkbar. Da muss ich jetzt einmal selbst was mitfahren. Cool aus. Irgendwie passen die Reifen hinten nicht so ganz zur Zugmaschine. Hätte ich dann doch kleinere nehmen sollen. Aber das ist ja glücklicherweise jederzeit änderbar. Erstmal gucken, ob der Truck das überhaupt schafft. Vielleicht brauche ich ja auch 200 PS mehr, da muss ich eine andere Zugmaschine nehmen. Aber die hat natürlich auch nicht diese Weichen, ne? Komm, wir fahren mal hier runter. Mal hinten eben andere Reifen drauf. Ist eh mal was für ein Straßentransport. Komm wieder runter. Einmal kurz hinten die Reifen ein bisschen anpassen. Ah ja. Oh. Was sind die? Jetzt sollte es passen. Oh ja. Aha. Perfekt. Jetzt passt es perfekt. Perfekt. Jetzt hat er aber abgekoppelt. Okay. So, dann holen wir uns mal Mineraldünger raus. Nee, der lädt 100.000.
Okay. Kurz gucken, wie der abschüttet. Okay. Der war jetzt mal im Ernst. Da stand doch gerade was von 600, oder? Nicht. Fahren wir mal kurz hier weg. Jetzt bin ich interessiert. Lass uns noch mal zur Konfiguration fahren. Mal schauen, ich schaue mir das noch mal eben an. Ist ja nicht weit. Ja, nach 100, da steht 100. Okay. Ein Reel mit 3-Korn-Tür. Ah, okay. Hat er wieder verstellt? Durch die Reifen oder was? Ich bin gespannt. Vielleicht merkt er die. Ernsthaft? Mann. Controller macht, was er will. Doch jetzt. Warum springt er? Lustig. Die Zugmaschine springt hoch. So, nächster Versuch. Was umschalten, also kann man hier nicht. Er hat fertig, das ist gut. Hopp, hopp. Fahren Sie, fahren Sie. Mineral, Dünger, richtig. Ja. Jetzt passt das. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern. In der Zeit
Würde ich sagen, lassen wir den hier noch ein bisschen seine Arbeit aufnehmen. So, das schaut auch schon mal gut aus. Der fährt weiter. Einmal kurz kontrollieren, ob alles gut ist. Da ist nämlich zum Beispiel nicht alles gut gerade. Der passt nämlich nichts mehr rein. Also darf er den Rest bitte im Silo 1 entladen, richtig? Oder darf der zur Multiproduktionsfabrik fahren? Lass uns mal schauen. Multiproduktionsfabrik. Nein, da ist Stroh ist voll. Wie sieht es aus mit der Futterfabrik? Da passt was rein. Und dann soll er das doch da abladen, ne? Oder? Könnte er jetzt einmal machen, aber ein weiterer passt da natürlich nicht rein. Also sagen wir, er soll zum Lager fahren. Bitte im Silo 1 entladen. Da ist sich weggebracht. Und der hat es fast geschafft. Ich bin mal gespannt, ob der gleich noch von der Stelle kommt. Nee, bitte. Ist das krass? Ja, okay, der ist so konfiguriert, dass der wahrscheinlich als volle Ladung einfach die 100 drauf hat hinten. Er lässt sich doch sehr flüssig fahren.
Ah, das ist gut, weil, wie gesagt, der die Zugmaschine hier, die passt auch am besten dazu. Und ich wollte jetzt ungerne eine andere Maschine davor packen. Passt einfach. So, jetzt schauen wir doch mal, wie kann man denn alles abladen? Abkippseite, hintere Tür. Eine Schieber. Drei Kontore. Ah, okay. Dann geht es nur dadurch. Und hintere Tür. Gut, ich meine, das wird wahrscheinlich auch am schnellsten gehen, ne? Dann hau mal raus. Cool, da gehen sogar hinten die Verriegelung auf. Hast du das gerade gesehen? Warte mal. Brich das nochmal schnell ab. Das sah ja cool aus. Die zugeschraubt. Geil. Das sind Details, die finde ich einfach klasse. Okay. Entladen geht doch um einige schneller als beladen. Aber auch dieser wird fürs Feld nicht wirklich geeignet sein, weil der die Kurven mit diesem langen Teil nicht richtig nimmt. Er hat zwar vorne eine mitlenkende Achse, da muss er ja haben, und will er so theoretisch schwarze Striche auf der Straße ziehen, was er hier natürlich auch nicht macht. Aber der hat halt keine mitlenkende Hinterachse. Und bei der Länge fährt er dann ständig unter dem Mähdrescher durch und der Abstand hinten ist zu groß. Weil der immer die Kurven so komisch anfährt. Yes. Cooles Teil, gefällt mir. Bin ich jetzt erstmal auf den Hof, aber. Was ich aber machen wollte, ich wollte die diese 3-in-1 Trailer, die wollte ich einfach mal austauschen. Ja, die Originalen hier. Und ich habe ja die gemoddeten mit der mitlenkenden Hinterachse. Und die sind tatsächlich um einiges besser. Hier drüber. Nicht den stilvoll einparken.
länger ist denn der? Okay. Ja, der hat sich gelohnt. Der hat echt cool. Schönes Teil. Gefällt. Nehme ich. Einfach. So, genug Spaß. Jetzt mal wieder Arbeit hier. Vorbei. So, haben wir den auch. So, fahren wir hier mal wieder die Reihe. Noch was? Nö. Ach, der ist voll. Okay. Habe ich verstanden. Dann bringen wir den mal weg hier. Controller geht wieder nicht. Oh. Manu. Immer die gleiche hier. Irgendwann bricht der Stecker ab. Immer noch nicht? Doch jetzt. Unfassbar. Moin, Flauri. Jo. Alles gut bei dir? Nee. So, was sagst du dazu? So viel Fuback. Schon wieder vom Masken. Der Controller geht wieder nicht. Wieder mal nicht. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr blöd. Langsam aber sicher. Ich werde mir gleich mal noch ein anderes Käbelchen raussuchen und dann hoffen, dass es geht. Wir schauen mal, was dann wird mit. Okay.
Was denn der da? Oh, der hängt, oder? Mist. Moment, Moment, Moment. So. Jetzt geht er wieder. Oh Gott, er hängt schon wieder. Der hängt. Okay. Ja, das werde ich so nicht lösen können. Vielleicht so. Will mich mal so ein bisschen davon lösen, dass ich ständig mit der Superkraft von der Holzfäller-App, nein, Gott, ihr LKW anhebe. Muss auch so gehen. So jetzt. Was glaube ich? Kraft. Stell den mal hier hin und mach das einfach mal wieder an. So ungefähr. Dann kann der hier wieder seinen Kurs aufnehmen und ich muss wieder zurück auf den da. Genau. Da wollte ich gar nicht hin. Ist ja gar nicht zum Lager. Also nicht zu dem Lager. Oh, das ist schön. Das ist super. Hört man auch viel zu selten. Alles super. Zuerst immer nur. Ja, muss. Immer am Stöhnen. Moment. Stecke ich raus. Stecke ich rein. Jetzt. Jetzt. Ah, guck. Definitiv Zeit für ein anderes Kabel. Bringen wir noch zurück zum Feld und dann läute ich ein kurzes Päuschen ein, hole mir ein anderes Kabel, hole mir noch einen Kaffee und dann machen wir weiter. So, der kommt erstmal hin. Ja, so kenne ich dich. Ist auch gut so. Ist auch gut so. Behalt die. Behalt die auf jeden Fall bei. So, den lasse ich erstmal stehen. Springe jetzt einmal. Können wir vielleicht noch eben schnell abladen. So, dann bleiben wir mal kurz hier drauf und ich bin dann, wie gesagt, kurz im Hintergrund mal ein anderes Controller-Kabel holen. Controller-Kabel, USB-Kabel halt, ne? PlayStation 5 Controller am PC. Angeschlossen. Okay, dann sage ich mal bis gleich und ja. Denk mal so, 5 Minütchen werde ich auf jeden Fall brauchen.
Muss erstmal gucken, erstmal forschen, wo ich ein anderes Käbelchen habe. Bis gleich.